Hier kommt das neue Pferd. Na, Kinder, spielt ihr schön? Ich wollte euch fragen, ob ihr Lust habt, einen Kürbis auszuhöhlen und zu schnitzen. Wir haben noch so viele im Garten. Oh ja, Kürbisse schnitzen. Ich will einen machen. Gut, dann kommt mal mit. Dann könnt ihr euch im Garten einen aussuchen. So, einen von denen hier könnt ihr nehmen. Ich nehme den da. Und ich will den ganz großen da. Mira, nimm du lieber diesen kleinen da. Der große ist viel zu groß. Okay, dann halt. So, und was müssen wir jetzt machen? Ich bringe euch zwei Messer, dann könnt ihr den Deckel abschneiden. Und jetzt? Jetzt hole ich euch zwei Löffel, dann müsst ihr den Kürbis aushöhlen. Hier, probiert es mal. Puh, das ist gar nicht so leicht. Ah, das geht nicht, Mama. Soll ich es mal probieren, Mira? Ja, mach du das. Das kann ich nicht. Puh, du hast recht. Ganz schön anstrengend. So, bei mir geht's. Guck mal, ich bin schon richtig weit. Mama, ich bin fertig. Kann ich jetzt ein Gesicht schnitzen? Klar, hol dir ein Messer, dann kannst du ein Gesicht schnitzen. Oh ja, ich mache ein ganz cooles Gesicht. Und hier noch ein Auge und da. Mama, ich will auch dein Kürbis schnitzen. Ja, Mira, aber dein Kürbis lässt sich nicht gut aushöhlen. So, das müsste reichen. Gut, dann schnitze ich jetzt mit dem Messer auch ein Gesicht rein. Pass aber bitte auf, nicht, dass du dir noch in den Finger schneidest. Ja, ich bin schon ganz groß. Und jetzt nur noch den Mund. Hihi, das sieht schon ganz lustig aus. Guck mal, Mama, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Das habt ihr toll gemacht. Dann können wir sie jetzt aufstellen und ein Kerzchen reintun. Oh ja, können wir noch einen Kürbis schnitzen? Ja, bitte Mama, das macht so Spaß. Na gut, einen könnt ihr noch machen. Gut Mama, und jetzt den nächsten Kürbis. Hat es noch einen im Garten? Stopp, 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 stopp. Mit diesen Kürbisresten kann ich eine ganze Party füttern. Das werden wir nie alles essen können. Gute Idee, Mama. Wir machen eine Kürbisparty. Genau, und wir laden alle unsere Freunde ein und du kochst Kürbissuppe. Keine schlechte Idee. Dann lädt auf morgen alle eure Freunde ein. Hallo, ich bin wieder da. Papa! Papa! Wie sieht's denn hier aus? Bin ich jetzt beim Kürbisparadies gelandet? Wir haben Kürbisse geschnitzt, sieht man doch. Und morgen machen wir eine Kürbisparty. Genau, wir laden alle unsere Freunde ein und Mama kocht Kürbissuppe. Am nächsten Abend. So, ich fange schon mal an mit dem Abendessen. Mama, wann kommen denn endlich unsere Gäste? Die müssten jeden Moment da sein. Das wird ein tolles Kürbisfest.
Juhu, es hat geklingelt. Hallo. Kommt rein. Ich bin Tobias. So, alle an den Tisch. Es gibt leckere Kürbissuppe. Lecker. Ich habe total Hunger. Hier kommt das Essen. Mama, machen wir nachher auch Spiele? Klar, ich habe mir extra Kürbisspiele ausgedacht. So, also das erste Spiel ist wie Stopptanzen. Es läuft Musik und wenn die Musik stoppt, müsst ihr einen Kürbis. Ach so, und wer keinen Kürbis hat, ist raus. Genau. Also, ich mache die Musik. Oh nein, schnell, ich brauche einen Kürbis. Ich habe einen gefunden. Ich habe auch einen. Das ist meiner. Nein, gib den her. Der gehört mir. Guck mal oben an euch, Leona und Nils. Da gibt's auch noch einen Kürbis. Gib den her. Nein, geh weg. Zu spät, jetzt habe ich den oben an euch. Und ich habe den neben euch. Ich habe auch einen. Ich auch. Mist, ich habe verloren. Nils, du bist raus. Menno. Gut, weiter geht's. Ich habe einen Kürbis. Ich auch. Da vorne. Gewonnen, ich bin zuerst beim Kürbis. Linus, du bist raus. Menno, ich wollte doch gewinnen. Leona. Juhu, ich habe gewonnen. Ach, Menno, schade. Gut, kommt, wir machen das nächste Spiel. Ich hoffe, euch hat unsere Kürbisparty gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo oder über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.